Der Urheber steht als Person im Vordergrund und darf bestimmen, was er mit seinem Werk macht. Das heißt, wenn ich jetzt also einen urheberrechtlich geschützten Text schreibe, darf ich alleine bestimmen, was mit dem gemacht wird. Deswegen auch dieses Lizenzvertragsmodell. Und die Frage, ob etwas wie Pinterest, ob Content Curation oder was auch immer möglich ist, hängt davon ab, was mache ich damit. Und bei Pinterest ist jetzt einfach das Problem, es hat lange vorher Diskussionen gegeben, bevor das Leistungsschutzrecht dann in Kraft tritt. Wie eng wird das sein? Wird man noch verlinken können oder nicht? Ich persönlich bin mittlerweile etwas vorsichtiger. Ich verlinke auch nicht mehr so gerne auf Presseerzeugnisse, weil ich eben auch nicht weiß, was sich entwickelt. Aber im Moment vom reinen Text ist es so, dass man normale Links machen kann. Problematisch wird es dann, wenn ich systematisch zum Beispiel Presse analysiere und jetzt meinetwegen Presseschau des 16.8. mit 20, 30, 40 Links mache. In dem Moment gehe ich in einen Bereich rein, der durchaus unter das Thema Leistungsschutzrecht fallen kann. Und deswegen haben Aggregatoren wie zum Beispiel Riva und andere durchaus Probleme und haben gesagt, wir können das nicht überschauen, wir wissen nicht, was da kommt und wir nehmen jetzt einfach bestimmte Bereiche raus. Das ist so diese Gratwanderung. Also der normale Link auf, ich weiß nicht, Zeit Online, Spiegel Online, FAZ.net, keine Ahnung. Ja, das ist okay. Das systematische Durchsuchen oder das systematische Twittern zu bestimmten Themen kann ab einem bestimmten Bereich eben gefährlich werden. Kann, muss nicht.